Und dann willkommen zurück bei Siberia. Das letzte Mal haben wir diesen angetrunkenen Genossen wieder, nun ja, etwas Klarheit verschafft mit einer kalten Dusche. Wir haben jetzt ein Gefährt gefunden, den Zeppelin, aber der startet halt noch nicht. Und mal schauen, was damit ist. Ach, da sind sie ja. Ich habe sie gesucht. Es ist mir gelungen, den automatischen Piloten zu aktivieren, aber der Zeppelin will nicht abfliegen. Wissen Sie, warum? Vielleicht. Ich habe da so eine Idee. Aber Sie sind doch in Mechanik ziemlich begabt, habe ich recht? Sagen wir mal, ich kenne mich dank meiner Reise jetzt ein bisschen aus. Besonders mit den erstaunlichen Mechanismen von Hans Vorarlberg. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen. Seit vielen Jahren lebe ich neben diesem verfluchten Abschussmechanismus. Und in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Wunsch, mir einmal einen Flug damit zu gönnen, bevor mich der Wodka dahin rafft. Aber was die Bedienung betrifft, verstehe ich nicht viel davon. Sie allerdings scheinen sich da auszukennen. Sie helfen mir mit dem Sternengleiter und ich verrate Ihnen das Geheimnis des Zeppelins. Einverstanden? Ja, warum nicht? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Also vermutlich steuert der Zeppelin nicht, weil wir doch die Vögel sind irgendwie das... Irgendwas Einfaches. Und vor allem, wenn er den... Will er mit dem Sternkleider auch wirklich fliegen? Weil dann ist er ja weg. Wie soll er es uns sagen? Würde im letzten Moment sagen, ach übrigens. Also, er möchte gerne mit diesem Sternkleider fliegen. Moment, wir können auf einmal nach dort gehen. Das ist neu, oder? Weil das ist doch was anderes als das. Nein, nicht okay. Können wir nochmal direkt mit ihm reden? Andere Themen ansprechen? Also, was machen Sie denn da? Ich tue mein Bett. Entschuldigen Sie meine Ungeduld. Sie müssen das verstehen. So lange von diesem Moment geträumt. Okay, also man kann ihn nicht mehr direkt anfragen. Einfach jedes Mal so antworten. Können wir da hochgehen? Was macht er? Was soll man denn mit der Blutprobe machen? Irgendwas rein? Aber... was in der Luft. Aber jetzt müssten wir... Wir haben Wodka und ein Blutprobenapparat. Naja, wir... Wahrscheinlich wird es echt überprüft drin, aber... Wie verläuft denn da die Technik, ey? Das ist nur wirklich die eine Stelle, die wir untersuchen können. Mal ganz langsam abfahren. Ist der jetzt schon da drin? Sitzt er da schon drin jetzt? Ja. Sieht das nicht ganz richtig aus, wie dort die... wie das hochgehoben wird. Kriegen wir denn jetzt den Blut her? Wir müssen einfach nur runtersetzen und dann ihm direkt das Ding geben. Dann brauchen wir direkt eine Spritze. Ja, wir lassen es nochmal runter. Wir suchen mal von ihm. Aber ihn direkt anzuwenden. Wenn er mal rauskommt, dann muss es ja gehen. Okay, er sitzt also direkt dran. Wir reden mal ganz kurz mit ihm.
ob sich was geändert hat. Im ersten Mal so. Also, ich tu. Herr Boris, ich bräuchte mal ein paar Tropfen Blut von Ihnen. Wie bitte? Um die Zentrifuge in Gang zu setzen, verlangt die Maschine eine Blutanalyse des Piloten. Um zu den Sternen zu reisen, muss man bei guter Gesundheit sein, verstehen Sie? Ich nehme Ihnen jetzt etwas Blut ab. Es wird nicht wehtun. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Aber ein Soldat geizt nicht mit seinem Blut. Bitte. Danke, Herr Oberst. Nichts zu danken. Aua. Ich vermute, es geht nicht so, aber egal. Also hier ist diese Spitze drin, da hat er einfach sehr viel reingesteckt, da ist Blut drin. Jetzt analysieren die das und merken einen Blutgehalt von, was weiß ich. Und dann startet es auch nicht. Also muss man da irgendwas noch dran drehen. Also erstmal das ganze Ding hoch. Blutanalyse. Alkoholspiegel zu hoch. Au. Genau, nehmen wir unseren eigenen. Der hat Blutfall einfach verdampft, okay. Sind wir gesund? Bisschen gesund? Alles klar. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Setzen Sie sich. Es geht los. Das ist also so funktioniert hier nachher. Herr Oberst, alles in Ordnung? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Mir ist etwas schwindelig. Das bin ich gewöhnt. Ich bin ein erfahrener Pilot, ich... Ja. Warum haben sie das jetzt eigentlich erstmal so hin und her geschaukelt? Wo sie einfach hätten aufnehmen können und direkt ihn dort zu dieser Rampe bringen? Na gut. Okay, da läuft alles lang. Fräulein Walker, empfangen Sie mich? Roger? So richtig nicht. Sprechen Sie bitte lauter. Ich bin bereit. Drücken Sie auf den Befehl zum Abschuss. Er ist bereit, er steht doch noch da, wir können doch gar nicht abschießen. Eingeleitet. Start wurde eingeleitet. Countdown läuft. Na mal schauen. Herr Oberst, Sie haben etwas vergessen. Das Geheimnis des Zeppelins. Was muss ich tun? Schnell! Zeppelin ist eine lenkbar. Man muss den Atem lassen. Muss den Adler. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Start. Das war jetzt die schwierige Prozedur, die keiner hingekriegt hat. Ja. Und vor allem, er fliegt hoch. Er ist mal damit in der Luft, aber weiß er überhaupt, wie er wieder runterkommt. So, was haben wir denn hier? Ah, fürs Megafon. Ist er noch? Das ging ja nicht sofort zu nutzen. Dafür muss man das Megafon nehmen. Warum haben die ja zigtausende Raketen stehen? Durch das
ist am Ende so, der schreit hier und durch das Megafon werden dort die Vögel wecker. Pracht. Oder abgelenkt. Richtig. Achso, das ist nur ein Signal für ihn. Dass es losgehen kann. Was hat der arme Vogel zu essen gekriegt in der ganzen Zeit? Andere Vögel. Okay, das hat sich damit erledigt. So, weniger Vögel unterwegs. Die haben eine automatische Vogelerkennung etwa? Interessant, an was der Vorarlberg alles gedacht hat. Okay, komm, renn. Jump, jump. Und noch weiter vor. Und noch weiter vor. Nee. So. Komm, kurz grad. Nur noch komische Typen da, ey. Aber wie gesagt, die Technik, man hätte es verwenden können, wiederverwerten, das Metall. Den Strom abstellen. Oder auch alte Ergebnisse zerstören, ich meine. Steht alles da. Selbst wenn die Erforschungen hier nicht erfolgreich waren, ist trotzdem hätte es jemand nutzen können. So, geht das jetzt. Tja, das ist lustig. Diese ganzen Gummibauteile, diese Metallbauteile, die. Nach diesen Jahren. Oh. Nun gut, wir haben nach dem Zug jetzt dieses Luftschiff genutzt. Aber wir müssen damit ja irgendwo landen. Woher weiß sie eigentlich, wie man da hinfliegt? Ich meine. Nun gut, lassen wir das als märchenhaft. Auf uns wirken. Schiffe, die so. Okay. Ist das jetzt Aralbad als Kurort? Hier ist genau eine Station für einen Zeppelin. Das ist wie mit den mit der Lokomotive, dass da immer sowas für diesen Aufzugmechanismus ist. Ach ja, der Hans hat an alles gedacht. So, ich würde mal ganz kurz nur sicherheitshalber speichern, nicht, dass mir das Spiel irgendwie nicht laden. Speichern. So, also hier sind wir jetzt. Haben perfekten Ankerplatz, wie wir sehen hier. Was ist das da eigentlich gerade? Das da? Nix. Okay. Müssen wir mal ein bisschen vorgehen. Ah, Dan. Hallo? Was treiben Sie denn, Kate? Haben Sie vergessen, dass ich dringend auf Nachricht von Ihnen warte? Aber nein, Herr Marson, ich hatte Ihnen nur nichts Neues zu berichten. Kate, ich glaube, Sie machen sich nicht klar, wie dringend die Situation ist. Universal Toys fragt dauernd nach. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie noch hinhalten soll. Sie bringen die gesamte Kanzlei in Schwierigkeiten, Kate. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ein kleiner Zwischenfall hat mich kurzfristig von meiner Mission abgebracht. Fräulein Walker, Sie scheinen gefährlich von Ihrer Aufgabe abzuweichen. Ich darf Sie daran erinnern, dass diese Angelegenheit oberste Priorität ist. Darüber bin ich mir durchaus im Klaren. Glauben Sie mir, ich tue mein Bestes, aber diese Mission ist alles andere als einfach und noch dazu ziemlich anstrengend. Sie können sich ja davon erholen, wenn Sie wieder hier sind. Bei meinem nächsten Anruf erwarte ich etwas Handfestes. Ich will Ergebnisse sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Herr Marson. Ich erwarte immer noch, dass Kate irgendwie am Ende was sagt, wie... dieses Arschloch oder irgendwas. Die reagiert halt überhaupt nicht mehr danach. Das soll hier dieses Aralbad sein. Sieht ja schön aus.
Okay, auf jeden Fall ist es ja der Zug. Ja, wenn alles gut läuft und die gute Dame noch lebt, könnten wir das ja dem Bahnhofstypi sagen. Ein Industrietypi, der fährt mit dem Zug hierher, steigt aus, ist bei der und wir können mit dem Zug weiterfahren. Da müssen wir nämlich nicht nochmal zurück zu dem. Das finde ich ja absolut genial, wenn das so funktioniert. Weil warum soll sonst der Bahnsteig so eine wichtige Rolle spielen, dass wir hier langlatschen können? Hier sogar ein Aufzugmechanismus, alles klar, das wird also ungefähr so ablaufen. Was haben wir denn hier? Diesen Brunnen mit einer nackten Dame drauf. Das ist ja wunderschön. Dafür, dass da die Vasen runtergefallen sind, der Garten lange nicht mehr gemacht wird, es vermoost ist, verrostet, ist zumindest der Brunnen noch schön. Na, immerhin. Na, drin ist schon was Hübsches. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Willkommen im Hotel Kurunski. Fußball. Okay. Ich darf davon ausgehen, dass Sie nicht reserviert haben. Kein Problem. Wir haben noch Zimmer mit Blick auf das Meer frei. Ich kann sie Ihnen wärmstens empfehlen. Eigentlich brauche ich gar kein Zimmer. Ich habe nicht vor, hier in Aralba zu bleiben. Ach, was kann ich dann für Sie tun? Stell es mal vor, von oben auf. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Kate Walker. Ich bin Anwältin und von einer großen amerikanischen Kanzlei beauftragt worden, eine komplexe Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Sehr erfreut. Gestatten? Felix Mitterner. Ich bin der Empfangschef dieses Hotels. Ganz unter uns. Manchmal nehme ich auch die Funktion des Direktors wahr. Ach ja. Dieser Ort ist auch nicht mehr das, was er mal war. Dieses Hotel ist wirklich sehr prachtvoll. Es strahlt so einen herrlich altmodischen Luxus aus. Sie sollten erst mal unsere prächtigen Suiten sehen. Sie waren über ein Jahrhundert lang die bevorzugte Zuflucht der Großen dieser Welt. Möchten Sie eine mieten? Nein, wirklich. Ich halte mich nicht lange auf. Ich muss schnell weiter. Man erwartet mich. Nun gut. In diesem Fall sehe ich nicht, was ich sonst für Sie tun könnte. Aber wenn hier kaum jemand ist, wodurch finanziert sich jetzt das? Ich meine, das andere ist militärisch irgendwie gestützt. Und das? Ich würde gerne jemanden treffen, der hier im Hotel wohnt. Zu ärgerlich, aber keiner unserer Gäste hat mich darüber informiert, dass er jemanden erwartet. Sehen Sie, wir haben da recht strenge Vorschriften. Ich bedauere, aber in der heutigen Zeit werden, unerwartete Besuche von der Direktion nicht gerne gesehen. Hören Sie, ich muss unbedingt mit der Person reden. Es ist sehr wichtig. Wenn es wichtig wäre, hätte das Hotel benachrichtigt werden müssen. Unsere Gäste kommen zu uns, um sich zu erholen und ein wenig Abstand von einer Welt zu bekommen, in der heute leider einiges schiefläuft. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich versichere Ihnen, wenn ich diesen Besuch geplant hätte, hätte ich Sie auch benachrichtigt. Bitte verstehen Sie doch. Gnädige Frau, unser Hotel heißt Sie nicht willkommen. Vielen Dank für nix. Mein Herr, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Ich bedauere, gnädige Frau, aber meine Hilfe ist den Hotelgästen vorbehalten. Ich versichere Ihnen, indem Sie mir helfen, tun Sie einem Ihrer Hotelgäste einen großen Gefallen. Gnädige Frau, meine Zeit ist kostbar. Weil du sonst was bist. Können Sie mir sagen, ob ein gewisser Hans Vorarlberg sich einmal hier aufgehalten hat? Als Kurgast? Ja, genau. Ich bedauere, aber das Gästebuch des Hotels ist streng vertraulich. Ach, bitte. Dann Sicherheitsbestimmung. Es handelt sich doch nur um eine kleine Information. Und was bringt es mir, wenn ich Sie in unser Gästebuch schauen lasse? Meinen herzlichen Dank. Genau das habe ich mir gedacht. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Du Arsch, was willst du denn sonst für eine junge Dame haben? Normalerweise reise ich an Bord einer mechanischen Lokomotive. Mir war, als hätte ich hier einen Bahnhof gesehen. Ja, man kann also du auch mit dem Zug herkommen? Natürlich. Was dachten Sie denn? Sagen Sie, gehört Ihnen dieser riesige Ballon, der gerade den Garten des Hotels verwüstet? Verwüstet? Ah, der Zeppelin. Ja, das heißt, nein. Ich habe ihn mir nur geliehen, um nach Aralba zu gelangen und... Was geht mich das an? Auf jeden Fall müssen Sie ihn schnell von dort entfernen. Diese Maschine, mitten im Hotelgarten, könnte unseren Gästen missfallen. Neben dem schlechten Garten vielleicht, ja. Es ist wirklich schade, dass nicht mehr Gäste in Ihr Hotel kommen. Unsere Glanzzeiten sind vorbei. So ist das nun mal. Und das macht Sie nicht traurig? Warum sollte ich traurig sein?
Ich hatte die Gelegenheit, hier den Größten der Welt zu begegnen. Das sind doch wohl schöne Erinnerungen. Okay. Na gut, trotzdem, vielen Dank. Gern geschehen. Wie weit dürfen wir uns jetzt noch umsehen? Ansonsten muss ich halt nochmal meine Mutter anrufen, die ihren Freund und der dann wieder vielleicht irgendwas in die Wege leiten kann. Wie weit darf ich mich hier umsehen? Stimmt nicht weiter als hier, oder? Doch, okay. Hier ist eine Tür. Jetzt aber ran. Kann man den vielleicht mit dem Fußballspiel ablenken, wenn wir uns wirklich einbrechen? Ja. Was haben wir denn hier? Waschmittel. Okay, Blasen erzeugen. Plaso Domingo. So, können wir hier auf was aufmachen? Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Hier kann man doch auch irgendwas machen. Ach, hier kann man Licht. Ach, wisst ihr, wo man Waschmittel nehmen könnte? Oh Gott, der Brunnen. Achso, hier mit keinen stehen auf. Aufmerksam machen. Entschuldigen Sie die nochmalige Störung, aber ich muss unbedingt mit Frau Romanski reden. Jetzt sagst du den Namen. Das können Sie vergessen. Alle Zugänge zu unserem Hotel sind verriegelt. Warum sagen Sie mir das? Warum? Nur so. Für den Fall, dass Sie vorhaben, hier rumzuschnüffeln. Wissen Sie, die Zeiten haben sich geändert. Deshalb sahen wir uns auch gezwungen, dieses Sicherheitssystem zu installieren, um uns unangenehme Personen vom Leib zu halten. Genau wie den Sand und das Salz. Ach, so ist das. Nochmals vielen Dank für Ihren freundlichen Empfang. Du Arsch. Na gut. Gern Nein, das Waschmittel können wir in den Brunnen doch bestimmt anwenden. Passiert dann irgendwas, wodurch abgelenkt ist. So, wir gehen mal hier zur Seite. Wir haben jetzt das Fenster geöffnet. Dadurch sieht er mehr. Nämlich draußen den Brunnen. Er steht zumindest dort am Fenster. Muss das Waschmittel hier reinkippen? Wir müssen an den Schreibtisch gelangen, können wir vielleicht irgendwas machen. So viel Wasser verpesten. So, das sieht doch schon mal hübsch aus. Jetzt klingeln wir. Dadurch guckt er nämlich in die Richtung, wenn er gleich aufsteht. Reicht das dann schon? Wenn er so den Fernsehempfang irgendwie stören könnte, sodass da rausgehen muss, um eine Antenne richten oder irgendwas. Ach nee, das Antennengerät sieht sehr dort oben. Ah, okay. Entschuldigen Sie? Schon wieder Sie? Das geht mir jetzt aber langsam zu weit. Ich warne Sie, wenn... Was ist denn da hinten los? Meine Güte, warum gibt es eigentlich immer dann Probleme, wenn ich gerade beschäftigt bin? Du bist immer beschäftigt. Warum gehst du eigentlich in die Richtung? Ach so. Er lässt die Rezeption unbesetzt. Ach, da fällt mir Black Monroe, der Gärtner, ein noch. Gut. Dann werden wir uns mal dahinter begeben. Wie gut die auch alle Deutsch können, würde ich sagen. Oder unsere Sprache teilweise. So, wir können hier... Hier ins Gästebuch schauen. Die Edenor Hotels. Hotel Kronski, wie ist es? Die Edenor Hotels. Die Hotelkette Edenor, oder Edenor,
knapp eine lange Tradition zurückblicken. Das erste Edenor wurde 1928 in Paris geöffnet. Ah, dann Edenor. Edenor. Warte mal, oder? Etienne Edenor? Edenor? Edenor. Oder ist er Edenor? Und verfügt in jeder europäischen Hauptstadt über im historischen Kern der Stadt situierte Luxushotels. Eine Besonderheit dieser Hotels ist die Tatsache, dass es sich bei den Gebäuden um ehemalige Paläste, Stadthäuser oder Herrensitze handelt, die traditionsbewusst restauriert heute eine Unterkunft der Spitzenklasse bieten. Die Edenor Hotels sind der ideale Aufenthaltsort für Städtereisen. Sie bieten Gelegenheit, das architektonische Kulturgut des jeweiligen Landes von innen und außen zu erleben und dabei gleichzeitig alle Vorteile einer renommierten Hotelkette in Anspruch zu nehmen, die sich durch einwandfreien Service und Komfort auszeichnet. Der Aufenthalt in einem Edenor Hotel ist mehr als nur eine Übernachtung. Der authentische Charme des Hotels macht den Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Feinschmecker haben außerdem die Möglichkeit, sich mit der traditionellen Kochkunst der jeweiligen Hauptstadt vertraut zu machen. Die Hotelkette umfasst 15 Hotels mit 3 bis 5 Sternen in ganz Europa. Amsterdam, blablabla. Und hier haben wir auch unser Hotel irgendwo. In Deutschland und Berlin, Brandenburg Hotel, okay. Wien, Österreich, ja, das ist ja schon weit dran verbreitet. Und hier steht Nummer 464, die schreiben wir uns mal auf. Ich weiß nicht, ob in diesem Zahlensystem hier eine Telefonnummer ist oder was Vergleichbares. Also 464-33643. Okay. Warum können wir das eigentlich nicht woanders anschauen? Wir müssten mal extra jetzt hierher. Oh, okay. Gehen. Wir hätten ja von außen noch mal den Flyer wenigstens anschauen können. Da können Sie ja nicht sagen. So, jetzt gucken wir uns die ganze Hotelkasse durch. So, 80. Abfahrt. Gibt es welche, die noch sind? Ja, 2. Zwei Stück. Die 2 gekommen sind und noch nicht abgefahren. Sag mal, von 96 bis 2002. Ach ne, hier ist noch ein von 81 an. Eieiei. Gästekarte. Wir gucken mal die anderen Namen durch. Was haben wir denn hier? Also wir haben hier Helena Romanski, okay. Irina Oleg, Molotov, Nikita. Helena Romanski, ach ja, 81. Sie war... Da war sie nur Co-Gast. 10.01. Und hier sehen wir... 6.05. Also so 4 Monate nach ist er zum Dauergast geworden. Steht hier auch da. Zimmer, schreibe ich mir auch mal auf. 1270. Da ist die Zimmernummer von ihr auch super drin. Piotr. Natalie irgendwie Ivan Akhenov. Das heißt eigentlich gibt es hier nur noch 2 weitere. Es gibt also 3 Gäste nur, wenn man es mal genannt. Diesen 2 sind nur Gast. Und das andere ist Dauergast, okay. Da war aber ein kurzer Dauergast hier gewesen für 2 Monate. Boris. Da sind jetzt bestimmt schöne Namen versteckt. Ich bin jetzt nicht so tief in der russischen Geschichte drin, dass ich jetzt sagen kann, dass der und der ist. Aber wer das machen kann, kann ich euch gerne mal einen Kommentar da lassen. So, die Zimmernummern, hat die irgendwas Besonderes an sich? Vierstellig. Und hier stehen auch keine Nummern da. Wladimir Rybko und Ivan Malischer. Okay. So, und jetzt machen wir noch diesen Knopf und dadurch ist das hier offen. Verlassen das. Und wir haben uns nicht das angucken können eigentlich dort. Nein, durften wir nicht. Na gut, also hier sieht es noch ganz hübsch aus, muss ich sagen. Oh, so ein Säulengang an der Seite lang und hier können sie schwimmen. Also natürlich, was ein bisschen blöd ist, man kommt hier rein und kann sofort sehen, wie die Gäste schwimmen. Von außen durch ein Gitter. Das ist aber nicht sehr viel Privatsphäre. Und dem wird überhaupt nicht auffallen, dass hier auf einmal die gute Kate weg ist. Oder? Dem guten
älteren Herrn. Diesen Leitstand brauche ich im Moment nicht. Leitstand. Ach, guckt mal, das ist zum Alkoholmischen, oder? Das kann man Drink machen. Wahrscheinlich kommt da hier das Getränk rein. Macht man hier irgendwas? Da kommen die ganzen Flüssigkeiten, werden reingemixt. Und dann kommt das hier raus. Ah, okay. Cool. So. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. Sind Sie der Barmann des Hotels? Mein Name ist James. Krankenpflegeautomat James. James. Ich bin kein Barmann. Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht verärgern. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie bitten, die Worte, die Sie verwenden, zukünftig etwas sorgfältiger zu wählen. Kennen Sie Komkolzgrad? Ich habe meinen Zug dort stehen lassen, mit seinem Fahrer. Stellen Sie sich vor, er ist ein Automat wie Sie. Ich finde, Sie haben sogar eine gewisse Ähnlichkeit. Erstens, ich kenne Komkolzgrad nicht. Zweitens, ich bin noch nie Zug gefahren. Drittens, die Existenz eines anderen Automaten, ebenso perfekt wie ich, erscheint mir höchst unwahrscheinlich. Frau Romanski hat mir immer versichert, ich sei ein Einzelstück. Das Geschenk eines alten Bewunderers. Ich versichere Ihnen jedoch, dass er Ihnen sehr ähnelt. Er fehlt mir ein bisschen, wissen Sie? Warum ist er nicht hier mit Ihrem Zug? Ich persönlich würde Frau Romanski nie alleine wegfahren lassen. Das ist eine lange Geschichte, aber ich hoffe schon bald, zu ihm zurückzufahren. Ihre Zuneigung ehrt Sie. Haben Sie schon einmal was von einem Herrn Vorarlberg gehört? Der Name ist mir nicht ganz fremd. Wirklich? Sie kennen Hans Vorarlberg? Ich kann Ihnen nicht antworten. Frau Romanski hat es mir untersagt, über diesen Herrn zu sprechen oder auch nur seinen Namen zu erwähnen. Warum? Nostalgie, Traurigkeit, Zeit, die vergeht. All das. Aber wir sind uns doch einig. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Wissen Sie, Frau Romanski wäre sicher sehr verärgert zu wissen, dass ich darum weiß. Und jetzt auch Sie. Seien Sie unbesorgt. Er will die Pietät wahren. Würden Sie mich zu Frau Romanski führen? Nein. Um diese Uhrzeit steht Frau Romanski noch auf der Pier und blickt aufs Meer. Ja, und? Frau Romanski weiß, dass ich mich zu dieser Jahreszeit nicht auf die Pier begebe. Mein Organismus verträgt den korrosiven Effekt der Salz- und Windstöße immer weniger. Hören Sie diesen Wind? Er weht pausenlos über Strand und Meer. Hier nennt man ihn den Salzwind. Er wird uns alle noch verrückt machen. Bitte, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Nein. Ich muss hier bleiben und Frau Romanski zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass sie mich braucht. Und das ist bei Frau Romanski nicht leicht vorhersehbar. Sie ändert schnell ihre Meinung. Information aber Nummer 1 ist, in dem Buch hat man es gefunden. Es steht auch kein Abreisedatum oder ein Enddatum. Hier, er redet von der Frau Romanski, sie lebt also noch. Sie ist seit 20 Jahren, hier muss man sich mal überlegen, sie sah damals ja schon, so leid mir es tut, sie sagen so ein bisschen sehr alt aus, auf diesen Bildern auf der Bühne. Aber bei ihm können auch die Teile ausgetauscht werden. Warum ist das hier alles so, also sieht schon hübscher aus, sieht doch gepflegter aus, aber trotzdem ist das nicht gerade gut hier alles. Seltsam, diese Welt. Ich suche eine Frau Romanski. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr macht Frau Romanski ihren täglichen Spaziergang auf der Pier. Der Tee wird hier um genau 17 Uhr serviert. Denken Sie, ich könnte zu ihr gehen? Ganz wie Sie wünschen. Aber nehmen Sie sich vor dem Salzwind in Acht. So böse Salzwind. Mein Name ist Kate Walker. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sind nicht zur Kur hier, das sieht man gleich. Stimmt. Ich bin hier, um Frau Romanski zu treffen. Gut. Es wäre mir eine Freude, Ihnen Tee zu servieren, wenn Frau Romanski von ihrem Spaziergang zurück ist. Ich möchte mich ohne Frau Romanskis Zustimmung nicht aufdrängen. Frau Romanski protestiert nur der Form halber. Glauben Sie mir, sie liebt es, Besuch zu haben. Wenn das so ist, danke für die Einladung. Okay. Ich gehe jetzt. Es wäre mir eine. Wir werden jetzt garantiert noch was machen müssen. So. Was denn dieser Tee ist. Ach, warum sind jetzt zum Beispiel die Flasche umgestoßen? Man kann ja den Leuten beim Bad zusehen. Immer noch etwas verrückt. Meines Erachtens. Die Gläser umgeworfen. Der Stuhl umgeworfen vor allem.
Ampere steht sie. Der Name Vorarlberg darf nicht verwendet werden. Soll das bedeuten, dass da doch eine Liebschaft war? Wir machen 1720. 1270. Verflixt nochmal! Das funktioniert nicht. Genau das habe ich auch gedacht. Das heißt, wir kommen nicht raus? Dieses Geräusch. Die Tür ist. Okay, aber da können wir das jetzt nochmal nachschauen. Wahrscheinlich eine andere Zimmernummer nehmen. Okay, jetzt machen wir den Rundgang auf der anderen Seite noch fertig. Okay, da geht's auch rein. Das sind die anderen beiden Gäste, nehme ich an. Und hier sind wir da vorne. Okay. Dann reden wir als junge Dame mit den beiden alten Herren. Das wird die Schach spielen übrigens. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Vielleicht sollte ich doch meine Königin, es sei denn... Ich weiß, dass ich Sie ein wenig störe, aber... Nein. Dann bin ich in zwei Zügen matt. Vielleicht doch eher der Läufer. Auf den Läufer kann man sich immer verlassen. Also gut, dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Okay, geht's beim zweiten Mal? Meine Herren... Ich bin ratlos. Ich bräuchte... Der Springer. Aber dann holt er... Okay. Nochmal? Meine Herr... Ich bin... Ich... Der Springer. Okay. Das sind die anderen beiden. Okay. Gut. Die sind erstmal nicht kontaktfreudig, kann aber im Laufe meines Aufenthalts natürlich noch dazu kommen. Was ist das hier? Umkleideräume? Wir können hier nichts aufnehmen. Ah, hier ist eine Karte. Guck sie das erstmal an. Kundenkarte, hier. Sieh an. Hotel Gronski, Kundenkarte, Kundennummer, Kurgast. 0968. Damit werden wir also rauskommen. Ich will nochmal ganz kurz hier hintergehen. Sind das die normalen Räumlichkeiten? Das möchte ich sehen bei dem Glas. Übrigens noch den Wodka, Metallschneider. Der Wodka ist übrigens auch wichtig. Den Wodka mussten wir aufnehmen, wenn das mal genau betrachtet hat, weil sonst hätte sich ja der Typ nicht wegbewegt. Das heißt, die wollten, dass wir Wodka mitnehmen. Das ist also nicht ein zufälliger Gegenstand, sondern ein wichtiger Gegenstand. Ihr kennt das ja bestimmt auch bei so Adventure oder Point-Click-Adventure. Es gibt manche Gegenstände, die kann man halt mitnehmen, die liegen halt einfach rum und es ist dann halt komisch zu erklären, warum dann man nicht ins nächste Kapitel kann, weil diese Gegenstände nicht wichtig erscheint. Hatten wir ja auch gehabt, dass der Roboter dann sagte, der Automat, so lieber Oscar, dass da irgendwas noch fehlt. Aber dann gibt es Gegenstände, die triggern halt wieder was, diese Items. Und das ist halt der Wodka gewesen und den mussten wir mitnehmen. Bei den anderen beiden bin ich mir gerade nicht sicher, aber wir haben es auch. So, wir können hier in keine Tür reingehen, das sind, denke ich mal, die Räumlichkeiten. Obwohl es etwas komisch erscheint, weil so viele Nummern, wie sie hier hatten. Dann aber nur so wenige, diese drei Räume. Sei es drum. Wir versuchen jetzt gleich auf den Pier zu gehen. Ich will nur wissen, ob der Code stimmt. So. 0968. Sehr gut. Und was ist draußen? Widerfährt, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Lenantito. Tschüss.